Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück hier bei Tropico 6 bei El Presidente mit El Presidente. Und wir haben das letzte Mal ja die Penultimo der Karibik haben wir abgeschlossen und wir gehen mal in die Flüsterkneipe. Flüsterkneipe erzählt die spannende Krimi-Geschichte von Rumschmuggel für den Broker während der Prohibition. Und von dem Umgang mit Meisterverbrechern, während die Alliierten von El Presidente verlangen, ein System der Schuld und Sühne zu errichten und ihren Staatsfeind Nummer 1 zu fassen, den Boss. Ja, wir haben das Zeitalter, was soll das sein, Weltkrieg wahrscheinlich, irgend sowas. Missionsfokus, Verbrecher und Geld von der Schweizer Bank. Spezielle Regeln, Sicherheit verringern. Ich würde die Sicherheit verringert. Wir starten einfach mal, würde ich sagen, und dann sehen wir schon, was dabei rumkommt. Und hoffen, dass alles gut geht in Tropicoland. Präsident, erinnert ihr euch an die Zeit zwischen den Weltkriegen, als die Alliierten uns fast den Krieg erklärt hätten? Oh, was haben wir gelacht! Rum für einen Schwerverbrecher zu schmuggeln, war nicht mehr als ein Hobby. Wirklich, denn selbst der schlimmste aller Verbrecher ist nur ein kleiner Fisch für euch. Aber Pech hat keine Manieren und schon bald fanden wir heraus, dass er ganz oben auf der Abschussliste der Alliierten stand und so begann unser Crashkurs in Schuld und Sühne. Tja, das ist unsere Insel. Wunderschön und echt groß. Zeit ist kostbar, Präsidente. Besonders eure Zeit, denn ihr seid der eifrige Führer einer Nation und nicht etwa ein Kind, das in einem Sandkasten spielt. Um eure kostbare Zeit zu sparen, habe ich mir als euer stets unterwürfiger Assistent die Freiheit genommen, den bescheidenen Entwurf einer tropikanischen Verfassung vorzubereiten. Ihr müsst sie nur noch unterzeichnen, vielleicht zwischen dem zweiten Frühstück und eurem Brunch-Nickerchen? Kein Druck. Gut, schauen wir mal. Was ist das? Okay, ich glaube, wir können ja bloß Verfassung, da müssen wir noch forschen. Wir bräuchten auch bloß unterschreiben. Wählen dürfen alle Bürger. Wählen unabhängig von ihrer Zustimmung. El Präsident, all jene mit Zustimmung unter können Rebellen werden. Aha. Also wir machen alle Bürger. Und das Militär, Miliz, Soldaten benötigen keine Bildung. Ja, das hört sich doch gut an. Ach, das ist doch alles in Ordnung. Wir unterschreiben das einfach mal. Zack. Und ja, fertig, oder? Muss ich noch irgendwas tun? Nein. Also, Präsident, mein Kunde, ein erfolgreicher und äußerst rechtschaffender Geschäftsmann, möchte, dass wir Freunde werden. Mit Sicherheit. Die Reise unserer Freundschaft beginnt mit einem kleinen Schritt und endet auf der Spitze eines riesigen Geldhaufens, von dem aus wir in den Sonnenuntergang blicken. Wenn Sie möchten, können wir dabei auch Händchen halten. Und es gibt keinerlei Risiko. Ich habe bereits Unterlagen, die beweisen, wie seriös und erfolgreich dieser Deal ist. Vertrauen Sie mir, ich würde einen Freund nie anlügen. Natürlich nicht. Na, der Broker, den bauen wir mal für den Broker. 4 Farmen Zucker. Aber bevor wir das machen, machen wir erstmal hier Pause und schauen uns erstmal die Insel an. Was haben wir denn hier alles? Aha. Oh, nein, das wollte ich erst gar nicht. Ja, wir haben hier ein paar Gebäude. Hier haben wir eine Farm, eine Ziegenfarm. Und hier haben wir schon die erste Plantage Zucker. Wir brauchen aber noch 3 weitere in dem Fall. Und hier hinten haben wir auch noch etwas. Okay, ein Sägewerk. Sägewerk ist auch immer gut. Na, dann würde ich sagen, wir bauen erst einmal lustig Farmen. Nein, nicht Farmen, Plantagen. Plantagen. Ja, jetzt geht's los hier, ne? Plantagen. Ja, genau, ich will Plantagen und ich möchte Zucker. Wir möchten Zucker anbauen. Oh, hier kann man überall super Zucker anbauen. Da hinten ist zu wenig Platz. Ja, in dem Fall gehen wir hier hin. Wir bauen sie einfach hier mal hin. Einmal Zucker. Brauchen wir ja noch mehr. Brauchen wir eine Plantage. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns noch ums Essen.
Machen wir die. Oh, jetzt habe ich gar nicht geschaut, ne? Alt, kann ich die noch abbeißen? Bau abbrechen? Plantage. Ja, egal, hätte ich halt Mais gebaut. So, was ist jetzt das Problem? Achso, weil da das jetzt... okay, alles klar. Ich verstehe. Flugzeuge haben die Kriegsführung revolutioniert. Trotzdem besitzt Tropico keine Luftwaffe. Abgebrochen habe, das ist ja hässlich. Eine Stellungnahme des Palasts meint, lernt Flugzeuge zu fliegen. Dann kriegen wir auch welche. Wir bauen es einfach hier hin, würde ich sagen. Die geht ja jetzt nicht. Aber wir müssen es erst abreißen, ne? Okay. Verdammt, das... Oder machen die das jetzt platt, oder? Na, warten wir doch mal. Schauen wir uns das doch an. Und so lange können wir mal schauen, ob wir was für unsere Bürger direkt tun können. Bestimmt Wohnungen bauen. Meistens ist es ja so, dass wir erstmal zu wenig Wohnungen haben. Gucken wir mal in unserem Almanach. Gesamtzufriedenheit. Was haben wir hier? Glaube, Arbeit. Ja, das machen wir gerade. Sicherheit ist super. Alles bestens. Wir gehen mal in die Forschung. Und schauen hier mal rein erstmal. Wir können nämlich eine Bibliothek und einen Zirkus bauen. Das machen wir doch als allererstes, würde ich sagen. Erhöht die Kosten, Strafkolonie. Ja, das brauchen wir alles erstmal nicht. Ich denke, wir machen erstmal das und das. Und eine Klinik von mir aus und das. Dass wir erstmal die ganzen Gebäude irgendwie bekommen. So, jetzt ist es weg. Jetzt könnte ich hier vielleicht eine neue Plantage bauen. Genau, super. Und da ist ein bisschen gelb. Ah, nee, das ist ja wieder mal. Ich muss doch hier auf Zucker gehen, Mensch. Fäng ich so einmal an. Ah, okay, da haben wir nicht komplett bis oben. Ich will natürlich das Komplette haben. Dann war das sowieso Blödsinn, was ich da gebaut habe. Und dann bauen wir nochmal eine. Genau, die bauen wir denn gerade hier hin. So, ist ja schon mal was. Handeln können wir auch. Wir haben auch eine aktive Handelsroute. Was handeln wir denn? Natürlich wollen wir wir wollen ja nur exportieren, nicht importieren. Ananas haben wir nicht, nein. Ananas haben wir nicht. Fleisch hätten wir. Vielleicht haben wir Fleisch, ich weiß es gar nicht. Tabak, Waffen. Das war's schon. Okay. Ich glaube, Fleisch müssten wir haben durch die Schweine. Schauen wir mal. Fleisch, ja. Machen wir mal Fleisch. Verdienen wir ein bisschen Geld durch Fleisch. Machen wir die Alliierten glücklich sozusagen. Wo ist denn hier unser... Hier. Ne, die sind Ziegen. Das sind Ziegen. Ich glaube, hier hinten haben wir... Sägewerk. Müssen wir schauen, vielleicht können wir ja was verbessern. Motorsäge, erhöht die Effizienz. Guten Tag, Präsident. Oh, ja. Ich frage mich, ob Sie mir mit einem kleinen Problem helfen könnten. Oh, vielleicht. Oh, nein, nichts dergleichen. Ah. Auch wenn es ein wenig wehtut, wenn ich huste. Ja. Ein Meisterverbrecher, der lediglich als großer Enchilada bekannt ist, versteckt sich auf einer ihrer Inseln. Im letzten Krieg war er... uns ein Dorn im Auge und wir wollen ihn hinter Gittern sehen. Ich wäre Ihnen für jegliche Unterstützung dankbar, angefangen mit ein paar Überwachungseinrichtungen. Okay, die wollen, dass wir Schutztürme bauen. Schutztürme. Wo kriegen wir denn Schutztürme? Das ist ja Überwachung, ne? Müsste ja hier wahrscheinlich sein. Schutztürme. Wir haben eine Blaupause, die müssen wir aber erst kaufen, okay. No, machen wir doch mal. Also hier sieht es ganz schön gruselig aus. Hier können wir... Top, können wir die hier hinbauen? Ja. Bauen wir doch hier mal einen hin, einen Schutzturm. Ich muss mal gucken, für was der Schutzturm überhaupt da ist. Greift feindliche Truppen während ihrer militärischen Konflikte an und hat eine Chance, verborgene Rollen von Passanten aufzudecken. Senkt die Freiheit in der Nähe. Ja gut, das ist immer toll, ne? Aber ich bin ja El Presidente. Ich habe hier ja das Sagen und ich sage... Schutztürme sind super. Bauen wir da noch eins hin. Noch ein Schutzturm. Und am Hafen natürlich. Können wir bauen am Hafen noch einen. Dann haben wir unsere drei Schutztürme. Hafen.
Ja, genau, bauen wir hier einfach direkt an den Hafen ran. Wollen wir in die Politik hier. Oh, da könnten wir was machen, müssen wir aber nicht. Mysterien habe ich hier keine. Der Broker. Vermutlich hatte ich einst einen anderen Namen, aber wissen Sie, wozu Namen gut sind? Sie bringen einen ins Gefängnis, Präsidente. Tja, das ist nichts für mich. Ich bin ein Geschäftsmann. Welche Geschäfte? Hey, worum geht es? Lassen Sie uns über Realpolitik reden, Präsident, und damit meine ich, wie wir Geld verdienen können. Bevor das Volk sich erhebt und Sie absetzt, oder nicht? Seien wir ehrlich, wir sind beide hier, um unser Schweizer Nummernkonto zu füllen und idealerweise nicht geschnappt zu werden. Nicht, dass die Angebote, die ich unterbreite, in irgendeiner Weise zweifelhaft wären. Sie sind ganz offensichtlich illegal. Schön, Sie zu treffen, schätze ich. Nichts Illegales. Naja, natürlich. Nichts, bei dem bewiesen werden kann, dass es Gesetze bricht. Nein, natürlich. Natürlich nicht. Kostet mich aber alles Geld. Und ich will jetzt gerade kein Geld ausgeben. So, da wird gebaut. Natürlich, am Anfang ist es immer ein bisschen langsam. Mein Kunde hat starkes Interesse an Rum, Präsidente. Oder ein Interesse an starkem Rum, wie auch immer. Sie sind in der Lage, die Ware herzustellen. Das bin ich wohl. Wir gewinnen Zucker aus Zuckerrohr und aus dem Zucker wird Rum. Rum verwandelt sich in Geld und Geld macht uns alle glücklich. Präsidente, Wissenschaftler nennen das den Rumkreislauf. Und Zuckerrohr zum Glück in 4 einfachen Schritten. Ja, dann machen wir das doch mal. Es kann, also schadet uns ja mal nicht, eine Rumdestillerie eine weitere zu bauen. Und die bauen wir natürlich hier. So, jetzt wollen wir aber trotzdem mal gucken. Vielleicht können wir unseren Leuten doch noch was. Ja, Spaß ist ein bisschen hier mickrig. Gesundheitsversorgung, ja, Wohnen wäre wichtig wahrscheinlich. Wie sieht denn das aus mit der Bevölkerung? Ich habe 18 obdachlose Familien. Ja, dann lasst uns doch mal ein Häuschen bauen. So eine Baracke, passen 6 rein. Und ich habe 18. Dann bauen wir mal da eins. Nochmal so eine Baracke. Da eins, dann haben wir schon 12. Und dann bauen wir von mir aus da hinten, glaube ich. Da ist auch noch ein bisschen... Ja, da ist nicht ausgelastet. Okay. Hier ist es aber ausgelastet. Hier ist auch nicht ausgelastet, aber das liegt ja daran, was die verdienen wahrscheinlich. Na, dann werde ich hier doch nochmal eins hinbauen und dann haben wir erstmal genug wieder zum Bauen. Was ist das hier für ein schönes Zeichen eigentlich? Dass wahrscheinlich noch keiner arbeitet. Was kann man denn hier nochmal machen? Der Hacker, Verbesserungen. Verbesserungen sind immer gut, vor allem wenn sie nur was kosten und nichts danach kosten und danach alles effektiver wird. So. Wir haben eine fette Zustimmung bisher, alles gut. Was könnten wir denn bauen? Zum Beispiel in der, ich glaube, Fisch wäre immer super. Fisch ist immer super. Wir haben nämlich noch keinen Fischerhafen. Den bauen wir natürlich da hinten, da gibt es jede Menge Fisch. So, dann bauen wir doch den direkt hier hin. Verbinden den noch mit einer Straße. Das ist doch blöd, wenn ich das so verbinde, oder? Ich mach's einfach so jetzt. So. So. Ah, hier, guck mal, hier haben wir das. Ja, wir können ja hier den regionalen Konsum erst einmal abschalten. Produzieren nämlich Fleisch und ich glaube, die da unten, was produzieren die? Wollen wir denn hier unsere Milch? Okay, cool. Oder wir lassen den an. Ich weiß es auch nicht. Wie viel Handel? Wie sieht es denn mit dem Handel aus? Ich glaube, wir können nochmal eine Handelslizenz kaufen und schauen. Ananas haben wir nicht. Baumwolle haben wir nicht. Milch hätten wir noch.
natürlich immer die kleinste Einheit. Dann liefern wir doch den bösen Achsenmächten noch ein bisschen Milch. Ah, komm, lass mal das Gute an. Gute Show. Oh. Gar nicht schlecht. Oh, danke. Fast eines Engländers würdig, würde ich sagen. Aber lassen Sie uns nicht übertreiben. Natürlich nicht. Weiter geht's mit den Kriegsanstrengungen. Man kann kein Omelett machen, ohne Eier aufzuschlagen und keine Würste, ohne Fleisch zu zermahlen. Krieg ist ein schmutziges Geschäft. Ich bin froh, dass Sie helfen können, Präsident D. Verflucht frustrierend, dieses Enchilade-Kerlchen. Meister der Täuschung, wissen Sie, könnte jeder sein. Ja, wir können wahrscheinlich davon ausgehen, dass das der Broker ist. Aber ich wollte ja nichts verraten. Ich stehe unter einigem Druck, ihn aufzuspüren. Ich wette, Sie kennen sich mit Druck aus, Präsident. Hässliche Sache. Finden wir also diesen Quälgeist, damit wir ihn von Ihren schönen Inseln herunterbekommen, bevor er Ärger macht. Schritt 1. Verbrechensbekämpfung. Unser Mann ist ein Krimineller. Da wäre es nur vernünftig, gleich alle einzusperren. Aha, okay. Decken Sie 10 verborgene Rollen auf. Okay, der möchte, dass wir eine Polizeiwache und ein Gefängnis bauen. Schauen wir doch mal nach einer Polizeiwache. Was wäre denn hier, oder? Nee, ist es nicht. Ist es nicht Dienstleistung? Nee. Hier, Regierung. Polizeiwache. Gut. Hier ist ganz schön grün eigentlich. Das ist mehr rot. Hm? Hab ich nur das Gefühl. Ich baue, glaube ich, hier eine Polizeiwache. Hier irgendwo würde ich die gerne haben. Oder ich baue sie. Hier hin? Ja, komm, wir bauen sie hier hin. Und dann will der ja noch, dass wir ein Gefängnis bauen. Und wo kann ich das Gefängnis? Kann ich da nicht hinbauen? Da habe ich keinen Platz dafür. Ne, am Strand kommen die nicht hin. Vielleicht hier hin. Oder hier so. An den Sumpf sozusagen. Das sieht doch super aus. So, dann bauen wir hier natürlich noch eine Straße hoch. Wie sieht denn das sonst aus? Kann ich hier irgendwo andocken? Blöd. Okay, kann ich nicht. Muss ich das erstmal wieder abreißen hier, diese schöne Straße, wo ich da gerade gebaut habe. Ja, dann machen wir es halt so. Genau. Dann bauen wir da das Gefängnis hin und die Polizeiwache. Hier unten ist die Rumdistillerie. Die brauchen wir jetzt auch nicht priorisieren, glaube ich, oder? Und die priorisieren? Ne, da sind ja schon 3 im Bau. Das ist alles in Ordnung. Hier baut keiner, hier baut keiner und hier baut keiner. Da unten baut auch niemand. Ah ja klar, der Wacht, die, nicht Wachtürme, Schutztürme. Schutztürme. Was ist denn da mit der Politik? Die wollen unbedingt, dass ich da was mache. Aber ich finde das eigentlich Beziehung 54, 53 ist doch super. Habe ich gerade keine Probleme. Sehe ich so. Wer hat denn da? Ui. Ein Bus. Ah, Passagiere. Okay. Präsidente, Sie sehen gelangweilt aus. Nein. Haben Sie keinen Handlanger, den Sie mit unförmigen Objekten bewerfen können? Doch. Halt still, Wolfgang. Bleib stehen. Okay. Der Erich von Strom. Präsident, ich werde Sie retten und Ihnen einen faszinierenden Auftrag geben. Das Vaterland wird Ihnen wie üblich überaus dankbar für Ihre Teilnahme sein. Achsenmächte in Gebäudebotschaft einladen. Besitzen Sie ein Gebäude des Typs Botschaft. Forderung rechtzeitig annehmen. Dann kriege ich 5000 plus, 4000 auf Schweizer Konto und ich soll 5 verborgene Rollen aufdecken. Ja, nehmen wir doch an, oder? Wir spielen mit allen Mächten. Eine Botschaft haben wir ja. Und wir laden einfach mal die ein. Delegation senden ein. Achsenmächte. Ah nee, Quatsch. Ich sehe, dass unsere Forderungen erfüllt wurden. Oh, danke. Ach so.
Nee, ich soll einfach eins von denen auswählen. Was mache ich denn jetzt? Wir decken einfach 5 Rollen auf. Ich glaube, das brauchen wir sowieso hier, oder? Ich habe keine Ahnung gerade. Naja. Auf jeden Fall, ja. Kann ich denn das überhaupt nachschauen mit diesen Rollen? Konflikte? Nee, aufgedeckte Rebellen? Nein. Gebäudelisten? Also die Achsenmächte mögen mich sehr. Okay. Staatskasse? Kommunisten? Nächste Wahl. Unentschlossen. 36. Opposition? Gar niemand. Das ist auch schon mal gut. Die Religiösen sind ein bisschen... mögen mich gar nicht so dolle. Könnte ich denn für die Gutes tun, für die Religiösen? Bestimmt irgendeine Verordnung oder so ein Erlass. Tropikopapiere. Tropikaner mit einem Wohlstand und stinkreich zahlen keine Miete. Stattdessen gehen 15% der Miete zu mir aufs Schweizer Konto. Stadtentwicklung senkt die Kosten. Industrie fördern, Agrarwissenschaften. Das kann ich noch nicht machen. Na dann, wie auch immer. Schauen wir mal hier. Wir haben ja hier diesen Turm. Und hier haben wir auch so einen Turm. Hier ist ein Wachturm. Und das ist ein Schutzturm. Echte Maschinengewehre. Alter Krieg. Achso, das kann ich auch. Achso, das ist die alte Variante und das ist die neue Variante. Gute Nachrichten, Präsidente. Oh. Mein Buchhalter bestätigt, dass wir immer freundlicher werden. Kommen wir zum Geschäft. Ich kenne eine Gruppe freischaffender Vertriebsexperten. Sie helfen dabei, Waren zu befördern, aber bevor sie das tun... Möchten Sie eine Probe kosten? Wenn wir es richtig anstellen, haben wir eine Handelsroute bis in die durstige USA. Und hinein in die Hände meines Klienten, höchstpersönlich. Besitzen Sie das Gebäude Piratenbucht und eine Exporthandelsroute für Rum. Ja, ich weiß schon, worauf der eigentlich hinaus will, ne? Es ist fast schon zu offensichtlich. Na gut, also wir werden die jetzt noch bauen. Und dann lassen wir es für heute gut sein und lassen die hier erstmal basteln. Sieht ja schön aus. Eine Piratenbucht, wo basteln wir die hin? Unsere Piratenbucht. Piratenbucht. Vor allem, wo haben wir die? Hier, Überfälle, natürlich. Also ich würde sagen, die passt doch hier, oder? Weiter weg, das sieht ja... Dann sieht es ja seltsam aus. Dann bauen wir noch eine Straße. Von der Piratenbucht. Nee, aber am besten ohne... Ohne wilde Abbiegung. Oh, nee, oder? Doch. Alles gut. So, bauen wir direkt hier an. So, und dann haben wir es geschafft. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Die Arbeiter haben ein Anliegen. Haben sie. Sie wollen nicht arbeiten. Nicht. Doch das ist unmöglich. Ja, natürlich. Also haben sie ein zweites Anliegen. Eigentlich ist ihr Ersatzanliegen gut genug, um ein Hauptanliegen zu sein. Ich denke, wenn dieses Anliegen gewährt wird, werden die Arbeiter mindestens eine Woche lang zufrieden sein. Das wäre ein neuer Rekord. Ja, vielleicht. Na gut, nehmen wir auch noch an. Schadet ja auch uns nicht, wenn wir noch Mais herstellen. Dazu benötigen wir nochmal eine Plantage. Jetzt wollten wir ja eigentlich schon wieder aufhören, aber nein. Ich klicke hier einfach immer durch wie so ein Wilder. Mais, ich brauche Grün für Mais. Oh, die ist ganz schön grün, oder? Und wieso kann ich es da nicht hinbauen? Na, das ist blöd. Vielleicht doch, dann baue es halt hier hin. Dann wird das hier halt Mais. Ja. Hat ja mehrere Vorteile. Wir haben wieder mehr zu futtern. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Eure Einsicht und tschüss.